Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Zweitliga-Heimspiel in der MDCC-Arena gegen Holstein Kiel. Endstand vor 19.511 Zuschauern 1:2. Präsentiert wurde diese Partie von unserem Partner Karlowski Fashion. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer, Marcel Rapp und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer. Marcel Rapp, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, hallo in die Runde. Ich glaube, wir haben ein Spiel gesehen, wie so oft in der zweiten Liga, wo auf Augenhöhe ist, wo gerade in der ersten Halbzeit Chancen gab für Magdeburg, Chancen gab für uns, wo Kleinigkeiten dann das Spiel entscheiden. Jetzt heute war es eine gelb-rote Karte. Ich bin überglücklich, dass wir das Ding gezogen haben in Magdeburg. Ich glaube, eine schwere Auswärtsaufgabe für uns. Großen Dank von meiner Seite auch nochmal an unsere Fans. Ich glaube, es ist nicht so einfach von Kiel immer, die weite Auswärtsreise in Kauf zu nehmen, die uns dann toll unterstützen. Und ich glaube, wir haben die Mannschaft gesehen, wo wir vor dem Spiel gesagt haben, wir müssen uns über Zweikämpfe definieren. Wir brauchen Zweikampfstärke, wenn wir in Magdeburg bestehen wollen. Ich glaube, das haben die Jungs gut angenommen, kamen auch gut ins Spiel rein, haben gleich mit dem Standard eine große Chance, haben danach noch ein, zwei, drei Möglichkeiten, haben gute Umschaltsituationen gehabt. Und trotzdem war Magdeburg immer gefährlich mit diesem Querpass, wo einer frei übers Tor schießt. Also deswegen war in der ersten Halbzeit alles drin. Zweite Halbzeit fand ich dann, haben wir es besser im Griff gekriegt, das Spiel. Dann die gelb-rote Karte, dann war natürlich ein Bruch im Spiel, in Anführungszeichen. Mit einem Mann mehr tut man sich ein bisschen leichter. Hatten dann auch noch ein paar Möglichkeiten, wo wir besser hätten ausspielen können. Trotzdem haben wir 2-1 gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung und so kann es weitergehen. Vielen Dank. Danke. Danke, Marcel Rapp. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel, bitte. War ein Spiel, was wir nicht sauber begonnen haben im Verteidigen der zweiten Bälle. Der Gegner hat die Chipbälle reingespielt, abgelegt, dann auf die Außen. Dann haben wir direkt 4 Standards produziert. Das erste Mal schon Glück gehabt. Beim zweiten Mal haben wir es 3-mal nicht geschafft, den Ball zu verteidigen. War nicht klar drin. Dann gehen wir hier 1-0 Rückstand. Dann war es allerdings ein klares Spiel. Dann haben wir das Spiel kontrolliert. Dann haben wir den Gegner hinten reingedrängt. Und dann musste es zur Halbzeit schon auf unserer Seite stehen. Neben dem Ausgleich davor die 2 Riesenchancen, wo du eigentlich nur den Ball ins Tor reinschießen musst. Und kommen dann raus. Und dann kam wieder Holstein Kiel mit einer Wucht rein. Und dann gibt es die Szene, die ganz einfach heute gegen uns das Spiel entschieden hat. Wir produzieren den Elfmeter, dass der Ball vom Tor weggespielt wird und der Spieler begleitet ihn. Dann passiert nichts, so trifft er ihn. Und da er vorher eine gelbe Karte bekommen hat, die können Sie sich gerne anschauen, hat er dann logischerweise gelb-rot bekommen. Und nach in Unterzahl waren wir hier dann heute nicht in der Lage, ein Spiel nochmal zu drehen und etwas zu geben, was wir benötigt hätten, dass wir zurückkommen. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte mit Nennung des Namens und des Mediums, für das ihr tätig seid. Ein Moment, das Mikro kommt. Ja, guten Tag, Herr Tietz. Vielleicht als Einstiegsfrage. Es war jetzt wieder das 2-1 wieder ein Fehler in dem Fall. Das zieht sich ja schon leider ein bisschen durch die Saison mit Fehlern. Und insofern, wie kann man vielleicht dann positiv formuliert jetzt, ja eben, wie kann es gelingen, dass man diese Fehler abstellt? Weil genau das ist ja am Ende das große Problem vielleicht. In der Situation soll ich sagen, wir wollten wechseln, weil wir gewusst haben, wenn der Spieler nochmal versehentlich falsch hingeht oder überhastet ist, dann geht er runter und der Spieler war bereit gestanden. Es ist passiert. Jetzt können wir es in dem Moment nicht mehr ändern. Im Gesamtspielverlauf kriegt er allerdings erst seine erste gelbe Karte, weil er vorher einen klaren Kontakt gegen sich hatte und die Karte dann somit nicht gegeben werden kann. Die Frage kam von Yannick Sammert von der Volksstimme. Genau. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Yannick Sammert. Ja, Herr Tietz, vielleicht noch mal ein paar Worte zum Startelfdebüt von Gnacker. Silas hat grundsätzlich gute Aktionen drin gehabt. Am Anfang hat er noch gebraucht, dass er die Seite klarer zumacht. Das war bei deinem Verlauf des Spiels drin. Aber klar war es dann so, als wir in Rückstand geraten sind, haben wir natürlich versucht, offensive Spieler reinzubringen und hat aber dann heute leider nicht mehr gereicht. Dann eine letzte Frage von mir. Amara Koundé ist nicht das erste Mal in dieser Saison ausgewechselt worden, hatte wahrscheinlich aber in dem Fall auch einfach taktische Gründe, dass man offensiv wechseln wollte und dann muss einer runter, ne? Ja, wir wollten offensiv wechseln und versuchen, nochmal dem Spiel was anderes zu geben. Vielen lieben Dank. Bitte schön. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann schließe ich die Pressekonferenz. Unseren Gästen aus Kiel wünsche ich einen schönen Heimweg. Alle weiteren Infos findet ihr bei uns in der App oder auf der Homepage. Ansonsten, soweit es geht, noch einen schönen Sonntag. Danke.